glaube, dass unser Trick war, dass wir keinen Plan B hatten jemals und deswegen schon immer ja, Musik machen und irgendwie als Band, seitdem wir uns halt in der Konstellation kennen, auch als Band irgendwie versucht haben, zu irgendwie zu etablieren. Also ich glaube, was unsere Musik angeht, probieren wir ja immer was Neues aus. Also jetzt gerade hatten wir unsere DVD-Aufzeichnung und haben zum Beispiel so ein quasi Duett mit Sido war da jetzt auch dabei. Und das ist zum Beispiel auch was, wir haben ja noch nie mit irgendeinem Rapper was gemacht. Also ich würde schon sagen, in der musikalisch probieren wir gerne was Neues aus. Also ob es nur irgendwie die Stadt ist, in der du lebst oder halt Menschen sind, die du kennenlernst oder ob es Sachen in deinem eigenen Leben sind, die dich aufhalten, die irgendwie Probleme sind, die du irgendwie lösen musst, da gibt es ja immer wieder neue Sachen, die dich immer wieder inspirieren können. Man muss ja nicht irgendwelche vorgetretenen Pfade beschreiten, sondern man kann ja quasi seinen eigenen Weg durchs Feld schlagen. Musikalisch ist immer schwierig zu sagen. Ich denke eigentlich, dass wir da gegenseitig uns eigentlich ganz gut inspirieren. So, wenn wir dann zusammen im Proberaum gehen, neue Songs machen, dass jeder seinen Teil dazu beigibt, jeder seine Ideen dazu hat und ja. Ich glaube, bei uns ist halt eher jeder so individuell inspiriert ja. Von auch, also auch von unterschiedlichen Musikern so und genau. Das kommt dann halt dann im Endeffekt kommt das raus, was wir dann halt so sind.